Ja, hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute mal ein anderes Video. Heute könnt ihr mich mal sehen. Ich wollte mal rüberkommen lassen, mit wem ihr es zu tun habt. Wenn ihr meine Videos hört und abonniert, solltet ihr schon wissen, wer dahinter steckt. Lass uns anfangen. Worum geht es mir heute eigentlich? Nicht nur, damit ihr seht, wer hinter dem Video steckt, sondern heute geht es ganz klar um passive Einkünfte. Passive Einkünfte im Internet zu unserem Alltagsleben generieren durch unseren Job. Viele kommen nicht klar mit ihrem Geld, keine Frage. Die übernehmen sich, nehmen Kredite auf, verkaufen Autos auf Kredite, kaufen Häuser auf Kredite und fragen sich am Ende, hey, es bleibt nichts über von meinem Lohn. Jeden Morgen aufstehen um 6 bis 17 Uhr, 18 Uhr, am besten ist noch Wochenende arbeiten, noch einen 500-Euro-Job machen und vom Haus nichts haben. Finde ich also ganz schön öde, ganz ehrlich, meine Einstellung zum Haus auf Kredit steht sowieso überhaupt, kommt für mich nie in Frage, so rum mal erwähnt das Ganze, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich will hier auch keine Belehrungsvideos tätigen, sondern das ist einfach nur meine Ansicht, wie ich damit umgehe. Mal gucken, ob ich noch ein Fahrradfahrer kommt. Worum geht es? Uns geht es eigentlich ja nur um die passiven Einkünfte, darum mache ich das Video letztendlich. Was haben wir für Möglichkeiten? In meinen ganzen Videos, wie ihr sie ja schon kennt, haben wir die Möglichkeit bei Questra, Biznet, La Vida Nueva haben wir die Möglichkeit, Evo Binary war auch eine sehr schöne Möglichkeit, da gibt es aber Zahlungsprobleme, Auszahlungsprobleme, nicht weil sie Scam sind oder weil sie eine Hype-Seite sind, sondern da muss irgendwas mit den Banken geregelt werden. Ich bin immer noch bester Dinge, dass sich das bald abändert, dass da wieder ausgezahlt wird. Was haben wir denn noch? Wir haben noch CrypTrade Capital. Und ja, das sind schon Hammerunternehmen. Von was reden wir letztendlich? Von welcher Größenordnung an Geldern müssen wir investieren in so eine Firma? Also meiner Meinung nach von 500 bis 10.000 Euro sollte man in so eine Firma schon investieren. Wir müssen uns das Risiko trotzdem bewusst sein. Wir haben der Gefahr zu laufen, dass wir heute einzahlen und morgen gibt es die Firma mit einmal nicht mehr. Alles richtig. Es kann aber auch andersrum sein, dass wir wie Questra zum Beispiel schon seit 2009 eigentlich da als Plattform am Markt sind. Und man hätte schon lange Zeit Geld investieren können. Ja. CrypTrade Capital und Biznet für mich und La Vida ganz reale Unternehmen. Bei La Vida muss man da schauen, die Gefahrenklasse ist dort ein bisschen höher dort, aber dazu später Näheres. Biznet und CrypTrade Capital arbeiten auf Kryptowährungen oder Währungshandel, also im Forex-Markt, auf Algorithmenbasis. Und damit kann man wirklich Geld machen. Ich kann das bestätigen. Ich bin ebenfalls am Daytrading nehme ich dran teil und man kann gute Gewinne fahren, man kann auch hohe Verluste erleiden. Solange wie die Quote der Gewinne höher sind, ist alles richtig, alles gut. Und das machen diese Unternehmen. Und deswegen stehe ich zu 100% dahinter. Aber wie gesagt, ihr müsst immer das Risiko im Auge behalten. Investiert nur die Gelder, die ihr wirklich über habt. Und auch verkraften können, nimmt keinen Kredit auf, keine Gelder von Freundschaften, von Freunden annehmen, weil ihr wisst nicht, Geld macht die Freundschaft definitiv kaputt. Und ein Kredit für so ein Unternehmen kann gut gehen. Höchstwahrscheinlich wird es nicht gut gehen, weil die Laufzeit der Abzahlung der Kredite eindeutig höher ist als die Chance, dass das Unternehmen so lange bestehe. Trotzdem, durch den Zinseszinseffekt können wir da so viel Geld rausschöpfen, dass wir erstmal schnellstmöglich den RO haben, den ROI, den Break-Even zum Beispiel genannt. Das sollten wir sowieso schleunigst zusehen, dass das unser Ziel ist, wenn wir den Break-Even nämlich erreicht haben. Hier eine Wespe hinter mir, Wahnsinn. Wenn man gelende Haare hat, ist im Sommer natürlich doof. Ne? Wenn man den Break-Even schnellstmöglich erreicht hat, dann hat man das Risiko aus dieser Firma komplett rausgenommen und man tradet letztendlich nur noch mit dem Geld, was das Unternehmen selbst ausgeschüttet hat. Das Ganze kann man beschleunigen durch Revels
Durch Partnergewinnung, ja, kann man über YouTube machen, kann man über Arbeitskollegen machen, kann man über im Café, kann man das ganze Thema mal bei allen Leuten erwähnen in der Runde. Und da kann man schon extrem viel Provision rausziehen, ja, die das Ganze extremst früh zulassen, kein Risiko praktisch mehr im Markt zu haben, also schneller in Richtung Break-Even zu laufen. Und das macht fast eigentlich jeder, der in dieser Branche investiert. Ja, ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat. Das gibt den sogenannten Schub nochmal da drauf. Aber gut, wer keine Partner generiert, der kann auch so Geld machen, ja. Also wie gesagt, ich habe mit 21.000 im Markt angefangen und mittlerweile habe ich halt dieses Vermögen alleine nur bei Questra als im schwarzen Koffer drin. Über Business La Vida, da möchte ich und CrypTrade, da möchte ich nicht drüber sprechen. Da sind es auch mittlerweile doch höhere Summen geworden. Ich habe aber vor kurzem nachgeschoben an Geld. Aber wie gesagt, auch vor kurzem, weil ich hatte noch andere Projekte im Kopf. Ich mache ja noch Aktiensparen, ETF-Besparungen und Immobilien. Ja, da muss man halt den richtigen Weg finden und es machbar, nicht? Wie gesagt, also was mich da alleine seit November bis heute, aktueller Stand heute, gestern habe ich ja das Update, Samstag Update rausgebracht, was das ermöglicht hat, mir für Gelder wieder zurückzuspülen, was man damit machen kann. Ja, und es ist grandios, es ist Wahnsinn, es freut mich einfach nur und ich bin da jeden Tag dankbar, dass die Unternehmen halten und dass die saubere Sachen betreiben. Und die sind auch, man muss ja ganz ehrlich sagen, die sind auch immer dran, die Plattform zu verbessern. Ja, und die schreiben auch, wenn Probleme sind und der Support, der antwortet gleich. Das hat man natürlich bei Hype-Seiten halt nicht. Swiss Credit, da bin ich auch mit 1056 Dollar, die laufen demnächst aus in 6 Tagen. Müsste jetzt gerade Geld wieder aufgespielt worden sein. Wird heute noch eine Auszahlung dort betreiben. Und dann haben wir noch 5 Tage das Risiko. Und dann ziehe ich die 1056 Dollar raus und freue mich über 332 Dollar. Einfach mal, ja, für 15 Tage. Einfach grandios. Und dieses Geld nehme ich bei Bisnet rein, ja, und lasse da noch mehr den Zinseszins spielen. Ja, und daraus kriege ich eine monatliche Rendite und kann das wieder erneut in andere Firmen investieren, die jetzt demnächst wieder am Markt kommen. Ja, wenn man die richtig rausgefiltert hat und man weiß, was die Unternehmen machen und wie lange sie dabei sind, etc., dann ist hier so viel möglich. Ja, dann kann man da investieren drin. Ja, also ich freue mich, es hört nie auf. Es gibt ein Unternehmen geht, das andere kommt. Und was wir müssen immer schnellstmöglich unseren Break-Even schaffen. Und alles ist richtig. Wir haben das ganze Risiko minimiert. Ja? Und dann gibt es nur noch Gewinne. Gewinne, Gewinne fahren. Das ist unser Ziel. Ja, ich freue mich, wie gesagt. Ich wollte jetzt nur mal heute mal ein Video draußen machen. Heute ist schönes Wetter an der Nordsee. Ich wohne ja an der Nordsee. Und man kann hier hervorragend heute spazieren gehen mit der Frau, mit dem Kind. Und dann kann man so ein Video gleich machen. Und da fallen auch einem die besten Ideen bei einem eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, als wenn man immer vor dem Rechner sitzt und da das Video dann macht. Für euch ist es natürlich besser. Da könnt ihr die Plattform sehen, um die es geht. Nicht? Und ja, heute mal auf eine andere Art und Weise. Ich wollte mich heute mal vorstellen, wie gesagt. Kann ich aber auch jetzt noch mal zum Ende machen, wie gesagt. Christian ist mein Name. Ich bin 34 Jahre alt und habe 3 Kinder. Ja, und mein Hobby ist einfach das Daytrading. Und das andere, die passiven Einkünfte, die sind einfach nebenbei, diese Plattformen. Ja. Mit Aktien besparen mache ich Aggressivsparplan. Viel mit Ausgeben ist da nicht. Also ich habe eine Sparrate aktuell von 40% in Aktiensparplan und ETF-Sparplan. Also ich bin da stolz und bewege ich Konten. Das ist Wahnsinn. Ja, und lass den durch Dividende einfach den Zinseszinseffekt spielen. Kriege von Coca-Cola, Procter & Gamble, wie die alle heißen, Renditen oder Dividenden ausgeschüttet, die lege ich wieder an. Da kaufe ich mir nichts von. Das kann ich alles machen, wenn ich 40 bin. 6 Jahre noch sind das. Und dann ist das ein ganz anderes Einkunft, ganz andere Einkünfte. Ich brauche nicht mehr wie die anderen hier jeden Morgen arbeiten gehen. Und, ne? Also, das ist schon. Also,
Ich sage, macht euch einen Kopf, Leute. Man kann im Online-Geschäft so viel Geld machen. Ihr lasst alle so viel Geld liegen. Traut euch was. Fangt langsam an und baut euch da was auf. Ja? Fangt mit 500 Euro an. Dann habt ihr einen Tausender draus gemacht. Aus die 1000, 2000 und aus die 2, 4. Ja, das dauert ein bisschen länger. Man muss dann eine eigene Strategie wählen oder für sich erst eine Strategie vielleicht auch erst erörtern, was für einen das Beste ist. Ja, aber wichtig ist, fangt an. Wenn von nichts kommt nichts, das ist ganz klar. Von nichts kommt nichts. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ich freue mich, dass ihr mich schon abonniert habt. Ich habe jetzt schon einige Abonnenten und es passt. Es geht langsam, stetig auf. Also ich mache das jetzt seit anderthalb Monaten, dieses YouTube hier, diese Videos. Ja, und diese Präsentation, Update und die Auszahlung, damit mache ich ein bisschen Schluss, weil das macht man nicht. Da kommt ab und zu immer mehr Neid auf. Und ja, wie gesagt, macht's gut. Ich bedanke mich. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Ciao.